Take me down to the breakdown forest where the corpse is red and the guns are shooting. Ich höre schon auf. Aber ganz im Ernst, Breakdown Forest ist ein wirklich interessantes Filmprojekt gewesen. Ich kann mich noch erinnern, als ich vor ewig langen Zeiten, damals noch auf einem Weekend of Horrors, mit Alex vom DVD-Forum war und dort persönlich Thomas Kertschmer kennenlernen durfte und mit ihm relativ lang geplaudert habe, dann haben wir uns auf Facebook befreundet und dann begann die Vorproduktion von Breakdown Forest und ich habe von ihm, von Patrick Roy Beckert und von einigen anderen Leuten aus dem Cast und der Crew von diesem Film immer wieder Updates bekommen, Trailer gesehen, kurze Clips gesehen und habe mich eigentlich schon echt gefreut auf den Film, war durchaus interessiert, was da passiert, habe dann nur eben mitbekommen, dass dann offensichtlich der erste Entwurf von dem Film, bitte erschießt mich nicht, wenn da irgendein kleines Detail jetzt daneben geht, die erste Version von dem Film für die Produzenten nicht besonders zufriedenstellend war, deswegen hat man dann noch einmal neu angefangen und hat dann bei der zweiten Version es sogar geschafft, einige namhafte Darsteller, wie eben beispielsweise Claude Oliver Rudolph, Ralf Richter, Martin Semmelrogge und Mathieu Carrière anzukarren und hat dann im Endeffekt einen Film abgeliefert, der für den Heimkino-Release dann umgetitelt wurde in Tal der Skorpione und von der FSK in seiner ungeschnittenen Fassung eine Altersfreigabe ab 18 Jahren bekommen hat. Ein Film, wo ich mir schon seit einiger Zeit gedacht habe, eigentlich möchte ich den irgendwann einmal sehen, habe wahrscheinlich auch das ein oder andere Mal vielleicht ein Wort darüber verloren und deswegen hat André L. jetzt in seinem zweiten Mystery-Paket mir ein Mediabook davon beigelegt, eine 3-Disc Limited Collector's Edition, limitiert auf nur 1000 Stück und veröffentlicht von der Busch Media Group, ist das ein Mediabook, das hier auf dem Frontcover grundsätzlich einige Informationen rund um diesen Release bietet, aber das natürlich nur auf einem Coverblatt, das zwar hier mit einigen Klebepunkten am Mediabook angebracht ist, die können wir aber an der Stelle tatsächlich, obwohl das Mediabook schon ein paar Monate auf dem Buckel hat, recht einfach entfernen und sehen dann gleich einmal, dass wir zwar grundsätzlich dasselbe Design finden, aber auf dem eigentlichen Mediabook-Cover dann ohne Altersfreigaben und sonstige Hinweise. Außerdem der einzige zusätzliche Hinweis, der hier auf dem Mediabook an sich dazukommt, ist die Tatsache, dass es sich bei der Filmfassung um den Director's Cut handelt. Und ich weiß, ich habe immer wieder diese ganzen Photoshop-Collagen-Cover kritisiert, aber eines muss ich echt sagen, der Designer von dem Cover-Artwork von Tal der Skorpionen, der weiß, was er tut. Holy freaking hell, ich mag dieses Cover. Ich mag die Art, wie man hier wirklich versucht hat, den Platz so gut wie möglich zu nutzen, so viele Charaktere, so viel Action, so viele Posen wie möglich hier einzubauen, um das Ganze eben wirklich nach einem Testosteron-getränkten Action-Abenteuer wirken zu lassen. Und das funktioniert. Ich mag den reduzierten Kontrast, ich mag die reduzierte Farbbrillanz, ich mag die Tatsache, dass dann da unten zumindest noch einmal Platz für eine kleine Explosion war. Und ich finde, das Ganze wirklich sehr, sehr ansprechend aufbereitet und vor allem auch auf den ersten Blick hier auf dem Mediabook auch wirklich, wirklich gut verarbeitet. Schauen wir dann einmal über den Spine, wo der Filmtitel meiner Meinung nach ebenfalls sehr gut präsentiert wird, auf das Backcover. Da bekommen wir dann noch ein paar weitere Informationen rund um den Film. Einerseits natürlich die Inhaltsangabe, andererseits, ich glaube, irgendein Preview-Artwork von einem der Artifacts Mundi Hidden Object-Puzzle-Spiele, die ich immer wieder zocke. Aber dazu dann natürlich noch ein paar Screenshots und Ausschnitte aus dem Film Cast and Crew Details sowie ein paar Informationen rund ums Bonusmaterial und das, was mir persönlich besonders gut gefällt, natürlich unsere individuelle Limitierungsnummer. Aber die wahre Musik spielt natürlich bei jedem Mediabook erst im Inneren und da ist bei Tal der Skorpione das noch mehr zutreffend als sonst irgendwo. Erinnert ihr euch noch an den Moment vor 2 Minuten, als ich gesagt habe, dass ich das Cover-Artwork von diesem Design eigentlich ziemlich cool finde? Ja, tue ich immer noch, aber das ist ungefähr 7000 zig Trilliarden Mal geiler. Da haben wir nämlich eben ein anderes reißerisches Motiv zu dem Film und das dann auch noch wundervoll gezeichnet. Vor allem haben wir in diesem Fall quasi einen Zeichner gehabt, der gesagt hat, ich zeichne gerne Explosionen und ein bisschen was drumherum halt vielleicht auch noch. Und wir haben hier ein wirklich wunderschön gezeichnetes, absolut detailliertes, man mag nur hier ganz besonders eben bei den Charakteren im Gesicht die absoluten
Details erkennen, die hier zutage treten. Das ist einfach nur fantastisch. Ein wunderschönes Bild, das man übrigens tatsächlich auch in dem Mediabook auf einer kleinen Postkarte, noch einmal, wer verschickt sowas, auf einer kleinen Postkarte findet. Außerdem haben wir dieses Artwork dann auch auf der linken Seite auf der Blu-ray. Rechts finden wir dann eben quasi noch einmal das Geheimnis der Azteken, beziehungsweise dann auf der DVD mit dem Director's Cut auch noch das gezeichnete Design und dann auf der Bonus-Disc das eigentliche Mediabook-Frontcover. Das Einzige, was ich an diesem Mediabook und diesem Release extrem schade finde, ist die Tatsache, dass der Innenspiegel einfach absolut schwarz ist. Kein Hintergrunddesign, und ich denke mir, bei einer aktuellen Filmproduktion, wo man natürlich bei dem Label, das dieses Mediabook veröffentlicht, sicher sehr intensiv gerade direkt mit den Machern des Films zusammengearbeitet hat, kann es doch nicht so schwer gewesen sein, irgendein cooles Foto, ein cooles Szenenbild, irgendetwas zu finden, das man hier ins Innere von dem Mediabook noch packen hätte können. Und stattdessen ist es einfach leer. Muss zugeben, der schwarze Hintergrund, zumindest eben da auf dem Backcover, ist durchaus nicht unatmosphärisch. Aber wer mich kennt, weiß, ich hätte mir halt einfach irgendwie mehr Power erwartet. Wir bekommen im Mediabook eben vom Regisseur Patrick Roy Becker ein kurzes Vorwort und dann hier einige Informationen, zum Beispiel in einem Interview, wo man aber echt sagen muss, dass die Art, wie dieses Mediabook-Booklet aufbereitet ist, wirklich absolut hervorragend. Außer ich mag das, dass so eben dieser Blätterwald quasi da als Rahmen verwendet wird, dass man eben da den Abriss von den Bildern hat, sogar noch eben ein paar Bilder von Aufführungen hat, außerdem ein paar Bilder von Leuten, die an dem Film mitgewirkt haben. Da hat man sehr schön ein paar Details, das finde ich eigentlich auch ziemlich cool, so diese Einblicke hinter die Kulissen, und das ist insgesamt, finde ich, ein wirklich schick gestaltetes Mediabook mit der kleinen Einschränkung, dass ich mir halt gerne auch ein Innendesign gewünscht hätte. Und wenn ich persönlich abstimmen hätte dürfen, lieber das gezeichnete Motiv als Frontcover-Artwork von dem Mediabook gehabt hätte und nicht quasi nur als Cover-Artwork vom Booklet. Aber trotzdem ist auch das hier außen angebrachte Mediabook-Cover wirklich cool, und ich freue mich echt schon drauf, wenn ich mir den Film dann einmal anschauen kann.